Hallihallo, meine Lieben. Heute ist Mittwoch und dann ist heute auch noch der Schütze im, nee, der Vollmond im Schützen. Und da ich Schütze bin, versuche ich heute nochmal mein Ziel zu treffen und ich werde die Kristallkugel zu Rate ziehen, um euch mitzuteilen, was hat dein Seelenpartner auf dem Herzen? Was wird er gern sagen, tut es aber nicht? Ja, und dazu suche ich mir jetzt kurz eine Überschrift, was sein Thema ist. Und ich weiß, was er mitzuteilen hat. Die Twin Flames. Yin und Yang. Oh, warte. Ich brauche immer einen kleinen Moment. Mein Engel, ich habe mal wieder Mist gebaut. Ich habe mal wieder Mist gebaut. Es ist mal wieder alles. Ja, mit mir sind die Pferde durchgegangen. Was soll ich sagen? Jetzt hatte ich mich doch wirklich richtig im Griff. Jetzt hatte ich doch wirklich eine lange Zeit, wo es mir gelungen ist, in jedem Bereich meines Lebens vorwärts zu kommen. Das hat sich richtig gut angefühlt. Mir ging es auch gesundheitlich deutlich besser. Ich kann es ja nicht sagen, seit etwas mehr als einer Woche. So, als wenn ich nie was gelernt hätte. Warum ist das so? Mir brennen echt flott die Sicherungen durch zur Zeit. Dabei war ich so relaxed. Ja, keine Ahnung. Ich bin ja froh, dass du es nicht so direkt abbekommst, aber was ich dir gerade schicke, das hat nichts mit Good Vibes zu tun und das tut mir leid. Mir ist langweilig. Ich vermisse tatsächlich unsere verrückten Momente miteinander. Ohne dich, da fühlt sich alles irgendwo nur so halb an. Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Klar bin ich in der Lage, meinen Tag vernünftig zu gestalten. Klar bin ich in der Lage, zu arbeiten. Ich mache mir auch angenehme Stunden irgendwie. Ich spüre dich auch die ganze Zeit in meiner Nähe. Irgendwie. Aber ich kann deine Hand nicht halten, ich kann dich nicht umarmen, ich kann dich nicht einfach küssen, wenn mir danach ist. Da kocht schon wieder in mir hoch. Ich könnte explodieren. Ich könnte explodieren. Deshalb mache ich jetzt lieber Schluss. Lass es dir gut gehen. Bis bald. Oh, was ist mit dem? Was ist denn mit dem? Also zum Schluss war heftig. Ja. Öfter mal was Neues. Jo. Da weiß man jetzt wieder ein bisschen mehr, glaube ich. Also für die es jetzt treffend war, ihr wisst das ja, ne? Ich schnapp immer die Kollektivenergien auf. Einige können sich angespült an. Oh Gott.
angesprochen fühlen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos von, also da war eine Wut dahinter, mein lieber Mann. Nur weil nicht an seiner Seite sitzt. Ja, muss ich auch mal drüber nachdenken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, Tag, je nachdem, wann du dieses Video findest. Lass es dir gut gehen und bis dann.